Hey ho Leute, hier sind wir mal wieder bei TGE mit dem neuen Part von Dragon Age 2 mit meiner Freundin. Hi Leute. Jo, sie ist heute mal dabei. Ich wollte ihr das mal zeigen, wie das so ist. Sie war schon bei einem Part Minecraft dabei, der vielleicht später oder früher auch mal online kommen wird. Sprecht mich nicht an. Die Templer geben mir 30 Peitschenhiebe, wenn ich mit Zivilisten rede. Finde ich auch so. Und wir sprechen mal mit den guten alten Trask. Wir haben keinerlei Spuren von diesem Fainreal gefunden. Der hat einen schicken Bart, ne? Er muss entweder Dämonen oder Sklavenhändler zum Opfer gefallen sein. Ich habe das hier gefunden. Es ist an euch adressiert. Anscheinend von eurer Tochter. Meiner Tochter. Reden gerade. Dann wisst ihr, was sie ist. Wie sie starb. Oh, der hat rote Augen. Als ich sie in dem Lagerhaus aufgespürt habe, hätte ich sie in den Zirkel zwingen müssen. Passiert mal, ne? Meine Schwäche angesichts ihres Flehens hat sie zerstört. Darum habe ich Ariani dazu gedrängt, Fenrils Wunsch, sich zu verstecken, nicht nachzugeben. Wäre ich doch nur für Olivia auch so stark gewesen. Gut, ich bewahre euer Geheimnis. Ihr habt mein Mitgefühl. Keine Angst, die Templer werden nichts erfahren. Danke. Sie hat nun ihren Frieden. Ich will ihren Namen nicht im Dreck sehen, solange ihre Asche noch warm ist. Deine Tochter ist gestorben. Ein bisschen Mitgefühl hier. Ja. Drück mal ein bisschen mit auf die Tränendrüse. Nein, nein. Hast du ein Taschentuch? Ja, okay. Dann sprechen wir mit den Solifiti... Was? Solifitus. Was ist das für ein Name? Na gut, sprechen wir mal mit ihm. Ah, willkommen in Sols Geschäft, werter Freund. Der hat hässliche Augen. Solifitus. Seht euch bitte ruhig um. Die sehen so falsch aus, ne? Ja, also Geld. Bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Das ist nicht gut. Große. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu Aber sein Bart ist cool. Ich finde so alle Bärte cool, ne? Ja. Was benötigt ihr? Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Was sagst du, mein Schatz? Ich mach's. Du machst? Mit wem? Oh. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht. Und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Nachlass auf alle Waren? Was haben wir überhaupt im Inventar? Da gucken wir doch gleich mal nach. Der wäre schlau. Adalas mit 24 Geschicklichkeit, wenn wir mal 24 Geschicklichkeit hätten. Adalas? Ja, das kenne ich aus dem Krankenhaus. Echt? Also von früher haben wir es. Oder Adalasser. Tut mir leid. Ich würde sagen, Adalas ist was anderes. Na egal. Passiert. Man sollte auch richtig lesen können, ne? Niemand will diesen Helm. Ja, nichts zum Verkaufen. Gut, dann müssen wir gleich mal weiterlaufen. Dann laufen wir mehr... Wo laufen wir hin? Zum Ausgang, ne? Hört sich schlau an. Ja. Aber ich verstehe den Sinn des Spiels trotzdem gerade nicht. Wir sind in diese Gruppe hier. Mhm. Müssen Missionen, Quests und sowas machen. Mhm. Weil wir... Was hat der denn davor? Der bettelt. Ach so. Ja. Willst du nicht mehr was geben? Kann ich nicht. Ich habe selbst kaum was. Ja, gehen wir zur Dunkelstadt. Gehen wir zur Dunkelstadt? Ja, das wird schon mal sehr überzeugend dann. Ja, du kannst auch näher ran, als wenn es geht. Noch näher? Wieso, dass du so gegen den Pop-Schutz poppst? Also. Was ist mit Poppen? Pop-Schutz heißt das. So, oder gehen wir zu. Nee, das sind zu viele. Oder in die Feste des Vicomte. Wenn du meinst, wenn du mich hören, mir nicht auf mich auf mich hören möchtest. Nicht auf dich hören möchte? Ja, ich wollte zur Dunkelstadt. Ja, aber die Dunkelstadt ist so dunkel. Okay. Dann hätten wir das Licht anmachen müssen. Ja. Kann man. Man kann. Guten Tag, Sarah. Guten Tag. Ja. Da hätten wir auch das Licht anmachen können, wenn es dunkel wäre. Oh. Was passiert? Wie könnt ihr es wagen? Ich bin Hauptmann der Wache. So lasse ich mich nicht behaupten. Verräterische Hure. Oha. Ihr hättet euch nicht einmischen sollen. Ich werde euch hängen lassen und vierteilen.
Wir sind noch nicht fertig miteinander. Der mag uns wir nicht. Wir sind auf größere Schulden bei zweifelhaften Personen gestoßen. Ein schlechter Charakter. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Aber ihr, Evelyn Villain, habt eure Loyalität der Bart sieht auch nicht und euer gut Können unter Beweis oh gestellt. Das sieht man nicht gut aus. Die Wache verdient etwas Besseres als ihn, Miss Hare. Wohl wahr. Der Vicomte wäre sicher dafür, dass ihr eure Ansätze weiter ausbaut. Ihr werdet die Aufgaben des Hauptmanns übernehmen. Was? Im angemessenen Zeitrahmen versteht sich. Vorher erhaltet ihr Ausbildung, werdet geprüft. Das dauert Monate. Aber wer sollte besser den Respekt wiederherstellen als die Frau, die diese Peinlichkeit aufgedeckt hat? Klärt sämtliche noch ausstehenden Verpflichtungen, Gardistin. Ihr werdet sehr beschäftigt sein. Okay. Ja. Das stimmt. So, sie wird zur Hauptwache, Hauptmann, Hauptmannwache, genau, irgendwie sowas. Platz, aber es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Und Gardist Domic. Ist bei euch alles in Ordnung, Donnick? Da ist es. Und eure Belohnung dafür ist wohlverdient. Es wird großartig sein, euch über mir zu haben. Also, im Rang als Vorgesetzte, meine ich. Vielen Dank. Er sagt, von wegen, ja, das wird hast du es gelesen? Großartig. Er hat eben gesagt, es wäre großartig, über ihm zu haben. Also das hört sich jetzt sexistisch an. Und dann sagte, als Hauptmann natürlich. Sprech mal mit Evelyn. Eric, nein. Ihr seid der Hauptmann. Oder werdet es sein? Es ist ganz einfach. Ich werde kein Gesuch beim Vicomte einreichen, um euch zu helfen, durch Diebstahl in Besitz des gehängten Mannes zu kommen. Diebstahl? Werte Dame, ihr verletzt mich. Dann wartet erstmal ab. Sie ist böse zu uns. Ich dachte, sie ist große nett. Veränderungen im Anzug, dachte ich eben auch. Hauptmann der Wache. Danke, Wesley. Okay. Wesley, was ist mit mir? Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, weniger Einfluss zu haben als ein Toter. Natürlich muss ich mich bei euch bedanken. Es ist nur, ich habe immer wieder mal Chaos angerichtet. Aber dieses Versagen... Er ist nicht bei mir, ich weiß das. Wesley ist an der Seite des Erbauers, oder nicht? In jedem Fall ist er frei von Schmerz. Er ist gestorben. Er schien ein guter Mann zu sein, für einen Templer. Er hat bestimmt seinen Frieden gefunden. Dieser Augenblick wird mir bleiben. Ich werde nie mehr jemanden so im Stich lassen. Tja, der Hauptmann steht also in meinem Schatten? Nein. Werdet ihr gehen, um Hauptmann... Ab jetzt gibt's mit euch Ärger, das ist gut. Nein, nein. Ja, das ist aber böse nein gemeint. Ja. Das ist lieb gemeint, aber das ist witzig gemeint. Na gut, werdet ihr gehen, um Hauptmann zu werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Hauptmann der Wache gefällt, in meinem Schatten zu stehen. Dieser Posten bedeutet nicht, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Ihr tut Gutes. Und das kommt mir sehr zu Pass. Außerdem lege ich die Patrouillenpläne fest. Und ich habe nicht vor, vom Schreibtisch aus zu arbeiten. Er sagt das immer noch ein bisschen anders. Behaltet eure Gesetze vor euch. Freut mich, euch nicht zu verlieren. Es ist ja auch immer einschleimen, ne? Ja. Ich brauche euch, Evelyn. Hast du diesen Hundeblick gesehen? Dem steht's großartig. Ein wahrer Freund. Hauptmann der Wache. Danke für eure Hilfe, das zu erreichen, Hawk. Hier gehöre ich hin. Ja, die haben gerade geflirtet. Alles in die haben bestimmt irgendwann was miteinander. Sollte sich daran kann etwas sein ändern, erfahrt ihr wenn man Glück hat? Also, wenn die Glück haben? Die kann man hier verkuppeln. Ernsthaft? Ja. Und dann? Dann kriegen schon keine Kinder. Jetzt gehen wir aber zur Dunkelstadt. Okay. Was hat es jetzt gebracht, dass du da eben in einer anderen Stadt warst? Da habe ich eine Quest abgeschlossen. Da, wo so ein Pfeil drüber ist, das ist so eine Quest und da kann man hin. Wie hast du das dann abgeschlossen? Dass ich da hingehe und mir die Zähne angucke. Ja. So, aber jetzt kann sein, dass wir mal kämpfen müssen. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, hier sind nämlich ganz viele wir müssen da hinten hin. Da siehst du diesen Pfeil da oben? Ich wusste gar nicht, dass ja, ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr, aber da oben ist er. Okay. Und dann musst du dann hinlaufen. Ja.
ist Magier. Der kommt zu uns. Cool. Bis dahin habe ich schon mal gespielt. Magier finde ich cool. Ja, wir haben schon zwei Magier in der Gruppe. Darum brauchen wir gar keinen mehr. Was macht er denn mit ihm hier? Das sieht so ein bisschen befriedigend aus, ne? Typisch Männer. Nein. Ne, der hat sie ihn geheilt. Ach so, war es ein R? Weiß ich nicht. Ich habe aus diesem Ort eine Zuflucht der Heilung und der Erlösung gemacht. Weshalb bedroht ihr sie? Ich will nichts Böses. Ich will nur reden. Wir wollen in die tiefen Wege. Es geht das Gerücht, dass ihr ein Wächter wart. Könnt ihr uns helfen? Haben die Wächter euch geschickt, um mich zurückzubringen? Ich gehe nicht. Wegen dieser Mistkerle musste ich mich von meiner Katze trennen. Oh. Armer Sir Naseweiß. Er hat die tiefen Wege. Sir Naseweiß hieß er. Thema vertiefen. Wer ist Sir Naseweiß? Ihr hattet eine Katze, Katze namens Sir Naseweiß? In den tiefen Wegen? Er war ein Geschenk. Ein edles Tier. Einmal hätte ihn ein Genlock beinahe in Stücke gerissen. Er hat dem Mistkerl einen Nasenstüber versetzt. Blutrünstiges Kerlchen. Die verdammten Wächter haben gesagt, er würde mich zu weich machen. Daher musste ich ihn einem Freund in Amaranthin übergeben. Tja, so ist das, ne? Thema vertieft. Was macht ihr hier? Ihr seid also nur nach Kirkwall gekommen, um den Wächtern zu entfliehen? Das hört sich bei euch an, als wäre es nichts Besonderes. Ja, ich bin hier, weil es keinen Außenposten der grauen Wächter und keine dunkle Brut gibt, sondern stattdessen zahlreiche Flüchtlinge, unter die man sich mischen kann. Und dann habe ich noch persönliche Gründe. Persönliche Gründe? Kann man die Wächter verlassen? Ich habe immer gedacht, ein Beitritt zu den Wächtern würde eine lebenslange Bindung bedeuten. Echt? Das ist nur zum Teil richtig. Ich will nur nicht kämpfen. Man bleibt kämpfen. In der Tat weiterhin von dunkler Brut hoffnungslos verdorben. Ich bin noch mit dir an meiner Seite. Träumen über den Erzdämon gepeinigt. Aber wenn man sich gut versteckt, muss man keine Uniform tragen und kann sich die Feste sparen. Okay, ich will eure Hilfe. Ich gehöre zu einer Expedition in die tiefen Wege. Jetzt auch mal was vorlesen. Jede Information eurerseits könnte Leben retten. Kann ich gerne machen. Ich okay. Werde der das nächste darfst du aussuchen, wenn ich nie wieder kann. An die verfluchten Danke. Tiefen Wege denken muss. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe, um jetzt hier zu sein. Ich bin nicht interessiert. Obwohl, Gefallen gegen Gefallen. Wärt ihr zu einer Abmachung bereit? Ihr helft mir, ich helfe euch. Na? Achso, ja, was für ein Gefallen. Was für ein Gefallen. Reden wir über Einzelheiten. Ich mache nichts, worin okay. Kinder oder Tiere verwickelt sind. Ich habe eine Karte der Wächter mit den Tiefen dieser Gegend. Aber sie hat ihren Preis. Ich kam nach Kirkwall, um einem Freund zu helfen. Einem Magier. Einem Gefangenen in der verdammten Galgenburg. Die Templer erfuhren von meinem Plan zu seiner Befreiung. Helft mir, ihn unversehrt an ihnen vorbeizubringen, dann erhaltet ihr die Karte. Ich soll gegen Templer kämpfen? Oder was sagst du? Ich hatte ja gehört, ich werde helfen. Ich werde helfen. Ihr habt mich überzeugt. Wie lautet euer Plan? Ich begrüße eure Hilfe. Ich habe Karl bereits mitteilen lassen, dass er mich heute Nacht in der Kirche treffen soll. Stoß dort zu uns, und dann werden wir dafür sorgen, dass wir ungeachtet seiner Begleitung alle in die Freiheit gelangen. Ich wieder so eklig. Ne, die haben alle eklige Augen. Oder die meisten. Der eine hat eine richtig schöne blaue Augen. Guck mal, und ich habe hier so eine hübsche Maske. Sie sieht hässlich aus. Die sind hässlich. Bleib doch nicht meine Maske. So, und wie helfen wir ihm jetzt? Wie helfen wir ihm jetzt? Wir haben jetzt eine Quest von ihm bekommen. Die können wir machen. Also abschließen und dann helfen wir ihm damit. Und wo willst du jetzt kämpfen? Wir kämpfen gleich vielleicht, wenn wir Glück haben. Und irgendwo hinkommen, wo wir kämpfen können. Wir werden auf jeden Fall noch genug kämpfen hier im Let's Aber Play. Du wolltest doch eben noch zu dieser Quest laufen, weil da diese Pfeile waren. Ja, da waren wir, da waren wir. Achso. Und jetzt machen wir dunkel. Also hier ist, das ist Tag. Mhm. Und das ist Nacht. Und warum? Und in der Nacht. Das ist wieder was anderes. Jetzt haben wir in der Nacht eine andere Quest hier. In der Oberstadt haben wir Besänftigung. Und hier unten haben wir einen Lockvogel. Was sagst du? Lockvogel. Unterstadt? Okay. Hört sich nach Kämpfen an, ne? Nee, Lockvogel ist immer so, weiß ich nicht. Verlockend ist das, ne? Genau. Ah. Ich kam noch nicht auf das Wort. Die Straßen sind nachts nicht sicher. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Ich bin dafür, dass du mal irgendwie Notschlachtung und so, dass du wieder gesund bist. Guck da, Mr. Captain! Oh, yeah. Ja. Ich hab die betäubt.
So, mach sie fertig. Los, mach sie fertig. Mach ich jetzt. Ja. Boom. Attacke! Und du hast Blut verloren, Tod. Nicht nur ein bisschen. Ich schaff das schon. Mach dir nicht ins Hemd. Ich fühle nur mit. Ich bin gleich tot. Ja, wenn die mich nicht. Wenn die mich nicht heilt, ne? Ich hab nicht genug Ausdauer. Ich kann den gar nicht anklicken, sie sind so schnell. Man muss es zu Ende bringen, hast du gehört? Ja. So, jetzt hier ein kleines Tier, Tigerauge. Alles. Alles. Mit. Ein kleiner Opal. Was haben wir denn hier noch? Ein Nagelspitzen. 1,59 Cent. Und jetzt verschwinden sie einfach, weil sie tot sind. Das ist auch witzig. No. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Uncut-Version. Nicht so gecuttet. Pass auf, wir gehen da hinten mal hin. Die flirtet gleich mit uns. Mhm. Die, naja, aber so die will nicht flirten. Das sind diese Huren, die hier rumstehen. Die oh, auch am Straßenrand stehen, normalerweise. Hm. Ja, was damit. Hängt da oben? Ein gehängter Mann. Oh mein Gott. Ganz schön groß, ne? Ja. Denke schon. Sprechen wir mit Anso, der Kontaktmann. Ja. Mutter von. Der hat aber wiederum schöne Augen. Könnt ihr euch doch nicht einfach so an jemanden. Einen hübschen Bart. Naja. Der Mensch, von dem ihr Fendril erzählt. An Vicky und die. Derjenige, der nach Starkmänner. Arbeit sucht. Derjenige, der nach Arbeit sucht. Hattet ihr jemand anders erwartet? Dachtet ihr, ich würde euch angreifen? Das ist sehr krass. Oh nein, nein, zumindest hoffe ich das nicht. Bitte verzeiht, Mensch. Ich bin noch nicht besonders lange an der Oberfläche. Ich befürchte immer noch, ich könnte jede Sekunde in diesen Himmel stürzen. Ja, die leben in so einer Höhle, in so einer ganz großen Höhle. Wie merkwürdig, dass man vor so etwas Angst haben kann. Aber ich schweife ab. Das Beth, das ist die Schwester. Ziemlich dringend sogar. Einige meiner Produkte wurden verlegt. Die Männer, die sie mir eigentlich liefern sollten, haben beschlossen, ich kann gar nichts mit meiner Schwester anfangen. Wenn ihr mir mein Eigentum zurückbeschaffen könntet, würde ich euch großzügig entlohnen. Nee, ich hoffe, es lohnt sich für mich. Witziger. Ich hoffe, es lohnt sich für mich. Sorgt dafür, dass es sich für mich lohnt und ich helfe euch. Oh, das werde ich. Zumindest werde ich es versuchen. Die werten Herren wickeln ihre Geschäfte nachts in einer kleinen Hütte im Gesindelviertel ab. Falls ihr sie töten müsstet, wäre das zwar bedauerlich, aber vermutlich unvermeidlich. Ich bin mir nicht sicher, sie werden vernünftig sein. Ja, so nett sind die hier. Und wir haben fast unsere 20 Minuten rum hier. Das ging aber schnell, oder Leute? Ja. Altes Elendsviertel. Das ist auch ein netter Name. Oh, hier wohnen nur alte Elende. Und in den 20 Minuten hast du nur einmal gekämpft. Ja, unberechenbar ist das. So. Wir gehen hier irgendwie falsch. Wir müssen hier hoch. Vielleicht müssen wir gleich nochmal kämpfen. Da! Stirb! Was hab ich denn gemacht? Ja, leider kann man das nicht mit Controller spielen. Es wäre auch blöd, wenn sie mich mit Schwertern anschießen würden. Ja, aber das ist voll hinterfotzig. So sind die Bogenschützen. So. Du hast wieder keinen Bogen. Kann ich nehmen, aber ich mag keine Bogen. Da muss man zielen, ne? Das ist so dein Gebiet. Nein, nicht in den Spiel. Der passiert alles von alleine. So. Oder heben wir hier noch die Nadelspitze des Wegelagerers auf? Einen Sack. Den Sack? Motten zerfressen in den Shop. Ja. So brauchst du sowas. Um Motten zu zerfressen. Keine Ahnung. Zum Verkaufen. Boah, ist ja auch so interessant, wenn er schon halt kaputt ist. Ja, und ich brauche ganz viel Geld. Wir haben nämlich nur 33 Gold.
und 57, und 67 Silber und 56 Kupfer. Okay. Na gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Meine Freundin hat das ein Wort. Tschüss.